herzlich willkommen beim Inkassobüro zum bärtigen Mönch. Ich bin der mit dem Ä und diese Woche begrüße ich euch recht herzlich zur mittlerweile dritten Episode von Exitus macht Kram auf. Diese Woche habe ich mir vorgenommen, mal ein bisschen den Goldwert von Wildblut ein wenig in Frage zu stellen, da man ja außer der Möglichkeit, Wildblut für Rüstungsverbesserungen zu verwenden oder es am Auktionshaus zu verkaufen, ebenfalls die Möglichkeit hat, wenn man denn einen Handelsposten besitzt, sich für jeweils ein Wildblut einen blutigen Goldbeutel zu kaufen. Und werde in diesem Video 450 dieser blutigen Goldbeutel öffnen, um mir mal anzuschauen, wie viel Gold ich da herausbekomme und ob sich dort ein Mittelwert errechnen lässt. Und ob man den ganzen Kram vielleicht doch lieber im Auktionshaus verkaufen sollte, wie viel Gold Wildblut gegen Ende von Warlords of Draenor noch wert ist und ob es sich eventuell noch lohnt, Wildblut weiter in Legion zu farmen. Wie ihr seht, stehe ich mit meinem Paladin schon hier in meinem mittlerweile Stufe 3 Handelsposten und gleich neben dem selbstgebauten Auktionshaus haben wir den Händler, der jeden Tag ein anderer ist, werden uns dort aus der jeweiligen Liste den blutigen Goldbeutel heraussuchen und jetzt mal das ganze Wildblut, das wir gerade noch in den Taschen haben, eben für diesen Beutel austauschen. 450 Stück an der Zahl. Ich würde sagen, ich spule mal ein bisschen vor und springe wieder ein, wenn ich alle Beutel gekauft habe. Da ich gerade wieder mal zufällig keine 450 freien Taschenplätze in meinen Taschen habe, habe ich das Ganze natürlich Stück für Stück gemacht. Und was im Endeffekt dann dabei herausgekommen ist, wir haben mit 450 Wildblut und 450 blutigen Goldbeuteln insgesamt 22.642 Gold gemacht. Man kann durchschnittlich sagen, dass einer dieser blutigen Goldbeutel im Durchschnitt zwischen 49 und 51 Gold beinhaltet. Sollte der Auktionshauspreis für ein Wildblut also auf eurem Server deutlich darunter liegen, vergesst es. Verkauft das Zeug nicht im Auktionshaus, sondern holt euch in einem Stufe 3 Handelsposten lieber diese Beutel. Ich muss dazu sagen, ihr könnt diese blutigen Beutel nur in eurem Handelsposten kaufen. Ihr könnt dazu nicht den Handelsposten eines Freundes benutzen. Ihr solltet euch schon selbst einen Handelsposten bauen. Wenn man allerdings bedenkt, dass Garnisonsressourcen auch in Legionen einen netten Nebenverdienst einbringen sollen, würde ich euch gegen Ende dieses Addons so oder so empfehlen, einen Handelsposten zu bauen. Auf meinem Server ist es beispielsweise so, dass ein Wildblut noch durchschnittlich zwischen 64 und 70 Gold wert ist. Von daher habe ich hier quasi Verlust gemacht, ist aber auch egal. Zu Demonstrationszwecken wollte ich es mir mal antun. Wie gesagt, wenn Wildblut auf eurem Server unter 50 Gold liegt, kauft es raus, holt euch dafür einen Beutel, verkauft euer Wildblut nicht für unter 50 Gold. Gut, habe ich das auf meiner Liste auch abgehakt. Ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich etwas Neues für euch habe. Schönes Wochenende, wir sehen uns, bis dann.